Der Jahresabschluss 2015 der Salzburger wurde Anfang April bei einer Pressekonferenz präsentiert. Trotz enormer Verwerfungen am Energiemarkt konnte die Salzburger AG 2015 den soliden Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen. Energiewirtschaftlich gesehen war auch das Jahr 2015 von besonderen Herausforderungen für die Salzburg AG geprägt. Die gesamte Energiewirtschaft befindet sich im Wandel, die Preise stehen massiv unter Druck und dennoch gibt es einen guten Jahresabschluss mit positiver Entwicklung bei den wichtigsten Kennzahlen. Wir haben zwar ein sehr schwieriges Geschäftsjahr gehabt, weil wir auch völlige Verwerfungen ja in der Energiewirtschaft haben, aber durch gemeinsame Anstrengungen haben wir es geschafft, ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen. 150 Millionen Euro wollen wir heuer 2016 investieren. Da geht es sehr viel natürlich in den Bereich der Netze. Die Salzburg Netz GmbH wird viel investieren, aber ein ganz wesentlicher Bereich ist für uns die Telekommunikation, speziell Internet. Bis 2020 investiert die Salzburger AG jährlich rund 12 Millionen Euro in die flächendeckende Breitbandversorgung in Salzburg. Schwerpunkt ist der weitere Ausbau der Glasfaseranbindungen bis hin zum hybriden Glasfaser-Koaxnetz. Daneben gehen wir aber weiter in die Innovation. Neue Anwendungen, zum Beispiel Power-to-Heat-Anlagen, Photovoltaikanlagen. Kommen wir zu den Verkehrsangeboten der Salzburger AG. Auch hier ist die Bilanz sehr positiv. Im letzten Jahr wurden in Summe knapp 50 Millionen Fahrgäste transportiert. Also 2016 haben wir auch wieder einiges vor. Also die drei Säulen Information, Verlässlichkeit und Komfort stehen weiterhin im Vordergrund. Wir haben vor, die Obuslinie 9 zu elektrifizieren. Also das ist die neue Obuslinie 9, die im Bereich Wahl-Sitzenheim fahren wird, neu in Zukunft. Aber auch bei der Lokalbahn wird sich heuer etwas tun. Im Bereich der Lokalbahn den Bahnhof Weidwörth auszubauen und zu modernisieren. Wir feiern heuer 130 Jahre Lokalbahn-Jubiläum. Und last but not least die Fahrkartenautomaten, die wir auch weiter ausbauen. Allein heuer wird die Salzburger AG gesamt 150 Millionen Euro in die Versorgungssicherheit, erneuerbare Energiegewinnung, Netzausbau und Qualitätssteigerung im öffentlichen Personenverkehr investieren.